Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Jo, im letzten Part sind wir lebend davongekommen. Und sind jetzt... Ja, ich hoffe, vom Safe Room. Ich glaube, ja. Na, Schlangen brauchst du aber jetzt nichts. Das möchte ich gern aufmachen und... Oh, aha, voll, super. Das möchte ich gern mitnehmen. Kann ich jetzt schon scrollen wieder mal? Na, da geht gar nichts. Es tut mir sehr leid, das mit dem Mausrad funktioniert nicht zum Scrollen, nach wie vor nicht. Ich kann einstellen, was ich möchte. Das Mausrad ist aber nicht kaputt. Ich weiß es einfach nicht. Es tut mir sehr, sehr leid. Versucht da gerade was? Warte mal. Na, bringt sie nichts. Okay. Ich dachte, vielleicht kann ich da noch bei meiner super tollen Gamer-Maus noch was anderes machen, aber ich schaut nicht so aus. Na gut, ihr Lieben. Das wollte ich gerade nicht. Na, das wollte ich auch nicht. Ich wollte lesen. So, also nochmal Archiv. Na, ne Tutorial. Ich bin auch immer leicht nervös. So. Was war das jetzt für einer? März, glaube ich, hier, ne? Den haben wir nicht gelesen, Februar? Echt? Tagebuch von Sebastian Castellanos, Februar 2005. Das haben wir echt nicht gelesen? Myra wurde heute Nachmittag fast getötet. Wir haben einen Verdächtigen verfolgt und er hat auf sie geschossen. Gott sei Dank war ich... Doch, das hatten wir schon. Aber scheint das nicht fertig als fertig markiert, weil ich nicht scrollen kann. Warum auch immer. Dann März. Tagebuch von Sebastian Castellanos, März 2005. Die schlechte Nachricht ist, dass ich einem neuen Partner zugeteilt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Myra ja gesagt hat. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Joseph ist ein sehr guter Detektiv, und wir sind ein gutes Team. Die Polizei von Crimson City braucht mehr Männer wie ihn und es ist eine Ehre für mich, an seiner Seite zu arbeiten. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, das ein riesiges Loch beinhaltet, wahrscheinlich. Es ist echt gemein, warum darf ich nicht scrollen? Ach, Notizen, da haben wir auch noch was. Notiz aus Seegemeinde. Seit wann gibt es hier einen Leuchtturm am See? Stand er schon immer da? Das kreisende Licht streift mich, durchdringt mich. Ich habe das Gefühl, dass es jedes Mal etwas mitnimmt, aber ich weiß nicht was. Das hatten wir eigentlich auch schon gelesen, ne? Oh, Fragmente. Yay, da habe ich schon zwei übersehen. Entschuldigung. Oje, 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 oje. Kettensäge, ja. Die führen wir immer noch mit uns? Okay. Warum will die Maus nicht? Das ist mir echt ein Rätsel. Das muss ich schon sagen. Ich probiere da mal jetzt ein bisschen herumzudrücken. Miep, 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 miep. Na, vergiss es. Ist ja wurscht. Ihr könnt das Spiel auch selber zocken eigentlich, ne? Und dann könnt ihr es eh fertig lesen. Bei mir geht's halt heute mal nicht. Da geht's halt nicht. Ne? Das ist halt so. So, auf jeden Fall da mal rein. In die gute Stube. Und Ausdauer. Substanziell für mich am Arsch. Ja. Er sagt's einmal. Hallo. Zuerst einmal Zeitung lesen. Was? Gibt keine Zeitung? Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Naja, so schlimm ist jetzt auch nicht. Eine gute halbe Stunde vielleicht. Haben wir einen Schlüssel gekriegt? Ich glaube nicht, oder? Machen wir auf die Tür da. Wahrscheinlich hätte es in jedem Level ein Schlüssel gegeben, ne? Ja, wir haben leider keinen. Da gibt's noch mehr? Wow. Herumliegen tut wahrscheinlich auch keiner. Aber das nehmen wir mal mit. Er
einfach mal den Rollstuhl weggekickt. Da geht nichts, ne? Oh? Ja. Halt, was haben wir hier? Achso, das gilt nur für den Spiegel, ne? Die Leertaste. Ja, ja. Na gut. Wow, 4000 Punkte haben wir. Schön. Gut, dann nehmen wir mal Platz. Auf dem modernen Rollstuhl. Ja, ja. Ist recht. So. Sprintdauer. Auf alle Fälle. Boah, das kostet 3000. Ja, was soll man machen? Ich muss es tun. Ja, bitte. So, Nahkampf, Spritzwirkung geht alles nicht. Lebenserwartung, Lebensanzeige soll es auch nicht erhöht. Aber da vielleicht, ne? Vielleicht geht hier irgendwas noch. Feuerrate, nicht unbedingt. Nachladegeschwindigkeit, ja. Warum eigentlich nicht? Oder warte, soll man lieber auf Crit gehen? Ah, das geht nicht, haben wir zu wenig. Dann würde ich sagen, hier, motzen wir unser Pistölchen auf. Und Genauigkeit nehmen wir auch. Passt. So, ausgeschmissen. Sehr gut. Will was gelernt. Sehr schön. Jetzt können wir halt ein bisschen besser sprinten. Ist mir ehrlich gesagt ganz lieb und recht. Auf die Hitten. Und einmal gespeichert. Jo, nehmen wir nein. Passt schon. So. Feine Sache. Dann gehen wir wieder in die Höhle des Löwen. Alter Schwede. So. Stimmt, ich könnte noch mal schauen, ob wir unsere Armbrüste nachladen. Wie sind da? So. Tschack, tschack. Na. Da haben wir überall eins nur, leider. Das wäre gut gewesen, auch zu trainieren, also zu erlernen, dass wir mehr tragen können. Also, ihr wisst schon, ne? Da wäre auch gut nachzuladen. Einmal voll, bitte. Danke. So. So. Ist wer drin? Hallo, Gnädigste? Hier, da weint ja wer. Oh, Scheiße. Scheiße. Das ist natürlich... Zur Not wieder ins Safe House zurücksprinten. Sie sind fast wie der Professor, hä? Was ist jetzt ein Geist? Meine Nase juckt.
stark, dass das jetzt ein Geist war. Alter. Alter. Dieses Spiel. Alter, ich hab keinen Buffen, glaube ich, ne? Ich wollte ihn abheißen. Wow! Meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte! Nein, ich verdrück mich schon wieder. Ich brauche eine Spitze. Haben wir jetzt Ruhe? Ich wollte schon mal probieren. Ich glaube, ich sollte echt in den Safe Room zurückgehen. Ich glaube, ich gehe echt zurück. Nochmal auf die Schnelle und speichere das Ganze hier ab. Alter Schalter. Ich hätte vielleicht sollen eine Granate rüberschmeißen. So ein Bolzen halt, ne? Wäre besser gewesen wahrscheinlich. Hä? Es wird auch immer schlimmer, hä? Aha, jetzt sind wir hier. Okay. Soll das beheißen, dass ich vielleicht das gar nicht so oft benutzen sollte? Dass ich gar nicht so oft hierher zurückgehen darf, weil ich sonst komplett durchdrehe? Boah, das wäre echt schlimm.
Ermittlungen stocken, Ermittlungen im Fall des Serienmörders stocken. Gemeindeverhalten optimistisch. Da es keinerlei neue Spuren gibt, geht die Polizei davon aus, dass der Serienmörder entweder untergetaucht oder weitergezogen ist. Großartig. Und da haben wir auch nichts Neues. Schaut aus. Ich darf echt nicht sperren. Alter, das ist eine Sauerei. Oh. Irgendwas stimmt da gerade sowieso nicht. Gehen wir mal was lernen, was möglich ist. Husch. So. Da geht sowieso nichts. Wie schaut's mit Reserve aus? Das muss man extra lernen. Qualenbolzen, 2 Stück. 2000 kostet es. Granaten. Fitness geht ja gar nichts, ne? Das sind mehr. Ja. Da brauchen wir schon richtig viel. Waffentechnisch, wie schaut man hier eigentlich aus mit der Schrot? Die ist auch wahnsinnig teuer eigentlich, ne? Billig ist da gar nichts. Und hier? Da wäre echt schon besser, die Qualenbolzen zu nehmen. Dass man eine zweite mitnehmen könnte. Aber da stimmt schon wieder irgendwas nicht. Wo ist die gnädige Frau hin? Vielleicht hier rein? Oh, da ist die Tür auf einmal offen. Das ist aber nicht unser Zimmer, oder? Doch? Kaffeeheferl ist noch da. Was haben wir hier? Oh, das nehmen wir mit. Ein Kartenfragment. Schön. Und sonst? Nein. Ah, hier. Nein, nicht alle. Nein, nicht alle. Hä? Nein, nicht alle. Hallo. So viele Anmeldungen und nicht eine einzige Entlassung. Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Was? Was? Ach, Scheiße, was habe ich jetzt wieder angestellt? Gut. Bei dem Spiel kannst du nur deppert werden. Gut. Gut. Leslie? Gut. Leslie! Hallo? Bist du das, Leslie? Sie sehen gar nicht gut aus. Passen Sie auf sich auf. Danke für den Hinweis. Ja, ich fühle mich gerade überhaupt nicht mehr gut. Alter, Leslie? War das gerade er? Glaub schon, oder? Na bitte, wenigstens können wir wieder speichern. Ich bin neugierig. Neuzulassungen. Leslie?
Okay. Keine Ahnung. Ich will noch mal schnell zurück. War das denn? Ich hab's vergessen. War das jetzt Schrott? Nein, ich glaube Pistolenmunition war es da hinten, ne? Passt. Dann würde ich sagen. Alter Schwede. Also wenn das da... Wenn man da noch so viel, es noch so viele Fragmente gibt, ist das Spiel noch ziemlich groß, glaube ich. Die haben natürlich nicht alle gefunden, ist eh klar. Wie gesagt, ich spiele das hier blind und meine Nerven sind schon wieder ganz dünn. Und der Part ist auch zu Ende, Gott sei Dank. Ich werde mal schnell speichern gehen und dann beenden wir den Part hier. Boah. Ja, machen wir 9. So ist vielleicht gut. Alter, du spielst 5 Minuten, bist schon wieder fertig. Also das ist... Puh. Na gut, ihr Lieben. Wie viel haben wir? Nichts mehr, gell? Passt. Das war's da wieder für heute. Boah, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!